Es gibt ganz normale Kinder. Das bin ich. Gagagugu. Doch es gibt auch Kinder wie sie hier. Oder das hier. Freunde, die ist 21 Monate alt, noch nicht mal 2 Jahre. Und kann schon so eine Wand hochklettern. Was haben meine Eltern eigentlich falsch gemacht? Warum konnte ich das früher nicht? Bro, was? Warum kann die das schon? Und damit, ja Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Freunde. Ihr habt es gerade im Intro schon gesehen, wir schauen heute mal Kinder auf einem anderen Level an. Also wirklich Kinder, die schon mit 2 Jahren mehr erreicht haben, als ich in meinem ganzen Leben. Und falls ihr auch mal so werden wollt, lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Like das Video. Wir starten rein, Freunde, und let's go. Ja, da geht's direkt weiter. Schon gefühlt mit 2 Jahren. Freunde, was ist das? Bro! No way! Driving Lessons. Da fährt ein Kind, das ist vielleicht 5? Fährt ein Rennwagen. Das fährt Rallye. Rallye-Auto. Ey, Freunde, ich habe irgendwas falsch gemacht. Das ist doch nicht real. Okay, das kleine Kind ist stark. Bro, ich weiß nicht, wie viele Kilo das sind, aber der hat einfach Brustrücken. Alter, was ist das? Ey, das kann nicht wahr sein, oder? Oh mein Gott, okay, weiter geht's mit Fußball. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob da draußen jemand von euch dabei ist, der auch krass Fußball spielen kann. Aber mit 11 Jahren schon so jonglieren. Okay, krass. Around the world, die Stars, er kriegt alles easy hin. Nicht schlecht. Okay, weiter geht's. Weiter geht. Okay, im Skatepark hier. Mit einem Fahrrad. Oh mein Gott. Okay, er sieht fresh aus. Alter. Spider-Man. Bro. Und Backflip. Ein 8 Jahre altes Kind. Oh mein Gott, das ist doch viel zu schnell. Das kann... Junge! Oh mein Gott! Ich sag euch ehrlich, das sind wirklich Kinder auf einem anderen Level. Okay, ein kleiner Tänzer. Boah, ich finde Tanzen generell so krass, ne? Ey, okay. Ich muss Musik ausmachen, sonst kriegt mein Kanal gleich Copyright Strike. Aber, boah, krass, Freunde. Okay, weiter geht's. Mit so einem kleinen E-Bike. Einfach am Stunten schon. Freunde, sie macht einfach GTA-Stunts in Real Life. Checkt ihr das? Okay, krass aber. Das ist so krass. Okay, 5 Jahre alt und er kann schon Backflip. Oh mein Gott, er kann einfach Backflip. Mein Bruder kann einfach Backflip. Okay, das ist auch krass. Muss ich aber sagen, konnte ich auch relativ früh, Freunde. So Saltos, Backflip, dies, das. Er denkt, er ist Spider-Man. Yo, okay. Oh mein Gott, okay, das war krass. Das war krass gelandet. Weiter geht's. Oh, er hat diese... What? Er macht einfach Bruce Lee nach, Freunde. Okay, krass. Okay, das ist echt wild. Aber der kleine Junge fühlt's auch ganz anders. Seifenblasenartist, okay. Felix heißt der Junge. Von Hidden Talents. Oha, okay, geil. Oha. Okay, das sieht schon krass aus. Checkt ihr das? Er braucht einfach nicht dieses Ding, wo man rausholt und reinpustet. Er macht es einfach mit seinen Händen. Okay, sehr, 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 sehr cool. Auch hier muss ich Musik leider wieder rausmachen, Freunde. Wow. Okay, weiter geht's. Boah. Hier in den Pool am droppen. Okay, auch wild. Das ist ein chinesischer Kindergarten und die lernen Basketball-Drill. Okay, das... Naja, das kann nicht mal ich jetzt. Okay, ein Zuschauer hat meine Show gestohlen. Oha, Rückwärtssalto. Und der kleine Junge denkt sich jetzt, okay, Bruder, ich nehme dich jetzt auseinander. Er macht's nach. Er macht's nach. Alter. Oh, Breakdance. Auch richtig geil, Freunde, richtig geil. Junge, was? Oha, krass.
Okay, das ist krass, Rönne. Das ist krass. Er macht sogar noch diesen Fliegenden. Okay, weiter geht's mit dem Video. Das macht ihn berühmt auf Instagram. Boah. Bro, er ist halt ungelogen. Vielleicht 5 oder 6. Und ballert hier einen 10-Meter-Sprung raus. Okay, krass. Tischtennis. Das kleine Mädchen, was kann sie? Yo. Oh mein Gott. Okay, krass. Krass. Ich habe da so Respekt vor, Freunde. Okay, ein Macher nach dem anderen, Freunde. Wave Garden, okay. Der kleine Junge surft einfach. Ich habe selber einmal probiert, es ist so, so schwer. Krass. Okay, der kleine Junge sortiert hier alle Farben direkt. Guck mal, der ist vielleicht 1,5 oder 2. Das muss man ja noch dazu bedenken. Krass, jetzt blau rüber, das rote rein. Zack. Zack. Easy. Junge, was schmuckst du mich an? Warum schlägt das Kind den Baum? Also. Yo, Low Kicks. Bro, das kannst du keinem erzählen. Junge, das Kind ist 1 und verteilt Low Kicks gegen den Baum. Wisst ihr, wie weh das tut? Junge. Ey, ich pack gleich meine Sachen und. Okay, Fußball. Einfach nächster Ronaldo hier am Start. Krass. Boah, wildes Dribbelspiel auf jeden Fall. Jetzt ist er, muss er den Ball wegholen. Boah, der kleine Junge auch sehr, sehr krass. Junge, wie heftig. Okay, krass. Uff. Okay, Freunde, weiter geht's mit Survival Fitness. Okay, der Junge macht ein paar Liegestütze. Was kommt jetzt? Aber er schwächt jetzt schon. Sieht so aus, als würde er gleich aufhören müssen. Oder? Ja. Okay. Aber nicht schlecht. Also in dem Alter habe ich selber noch nicht so viele Liegestütze bekommen. Okay, das kleine Mädchen hat so ein Prinzessin-Kleid an. Und geht jetzt auch wieder in die Halfpipe oder in den Pool. Ich weiß nicht, was ist. Sie droppt da rein. So heißt das, wenn man so mit dem Skateboard so da rein geht. Und sie geht einfach... Bro! Was? Krass. Das sind ja auch so cool, wenn Kinder schon ganz früh geil Klavier spielen können. Aber okay, Freunde, weiter geht's. Mit Klarinette. Oh. Ich hab mit 4 angefangen, das zu spielen. Bro, wie alt ist sie denn jetzt? 5 oder 6 vielleicht. Okay, Respekt. Ein 5 Jahre alter Junge macht einen Backflip. Junge, so krass. Das ist so krass. Leute, schreibt in die Kommentare, kann jemand von euch da draußen einen Backflip einfach auf dem Boden oder kennt ihr jemanden? Das ist so heftig, wenn man sowas hinbekommt. Ich kann auf Trampolin und so immer, auch ohne auf den Trampolin zu springen, aber allein diesen Bounce, ich brauche den auf dem Boden. Ich habe es noch nie geschafft. Boah, krass. Digga, heftig. Okay, weiter geht's. Hier mit so einem Bike. Das sieht einfach so lustig aus, weil die einfach alle so 1 Meter groß sind, maximal. Aber nicht schlecht. Auch geil. In so einem jungen Alter schon einfach sich überhaupt mal zu trauen, auf so einem Motorrad zu sitzen. Ist nicht schlecht auf jeden Fall. Mhm. Weiter geht's wieder surfen. Junge, das ist so schwer. Ich hab da so Respekt vor, ne? Bro, er reitet unter einer Welle. Oh mein Gott. Krass. Okay, er fährt Bagger, aber irgendwie... Er fährt einen richtigen Bagger. Sie ist 5. Oh mein Gott. Skifahren auch so geil, Freunde.
Aber schwarze Piste und so ist brutal. Erst recht, wenn man da so runterfährt. Aber anscheinend macht der das gar nichts. Das zweijährige Kind kann lesen. Nee. Bro, meine Tochter ist schon über ein Jahr und die kann gerade mal Ja und Nein sagen. Und das Kind kann lesen mit zwei. Was? No! Oh, ich dachte schon, das fällt auf den Jungen drauf. Na! Oh! Oha! Oh mein Gott! Aber warum in einem Supermarkt, Bro? Also, okay, Mann. Krass. Boah, das ist auch zu wild, ne? BMX fahren und so. Erstmal angeln mit zwei. Okay, wahrscheinlich vier oder fünf schon. Easy. Oha. Okay, Freunde, die schnellsten Kinder der Welt. Abigail Riley. Junge! Wie schnell! Oha, die hat alle anderen komplett abgehangen. Aber okay, Freunde, weiter geht's jetzt. Jetzt gerade mit einem Kind, was sie anscheinend an der Stange halten kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktioniert, aber... Komplett alleine. Was? Oha. Okay, krass. Okay, die Eduard ist 3 Jahre alt. Let's go. Der scheppert hier alles gegen. Wie nennt man das nochmal? Squash, glaube ich, ne? Das ist ja kein Tennis. One, two. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht, Freunde. Aber kommen wir schon zum letzten Clip, und zwar ein einjähriges Kind. Ich verstehe diesen Trend nicht. Ich selber, keine Ahnung, ich würde das nie machen. Aber viele Leute werfen ihr kleines Kind einfach in Wasser und wollen dann gucken, ob das überlebensfähig ist. Und das machen die jetzt mit dem kleinen Kind hier. Und wir gucken einfach rein. Das kann natürlich noch nicht schwimmen. Aber Kinder haben so einen Überlebenswillen auch schon, wenn die ganz klein sind. Okay, krass, guck mal. Er ist trotzdem direkt zu seinem Papa. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das mit eurem Kind machen würdet, weil, ja, ich weiß nicht. Freunde, das soll es mit dem heutigen Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, Freunde. Wir sehen uns morgen. Haut rein und macht's gut, Leute. Ciao. Das ist ein Zombie neben mir. Ey, ich baue mich in eine Base, Bro. Was ist denn hier passiert? Ey, ich glaube, ich war schon mal hier. Auf gar keinen Fall darf ich Herzen verlieren. Als ich damals klein war, war das Leben einfach. Ganzen Tag nur Minecraft, ich konnte nicht verlieren. Mit Elytra und einem